Herzlich willkommen zu VfR TV. Vierter Spieltag, Nachholspieltag gegen die Spiele aus Landshut. Unter der Woche 3-1 Sieg für uns. Der Mann des Spiels, mehr oder weniger auf jeden Fall. Flo De Prato steht gerade bei uns. Zwei Hütten selber gemacht. Überragendes Spiel im Mittelfeld. Macht das einfach die Hochzeit von letzter Woche aus, oder? Nee, also vorneweg Mann des Spiels, das mag ich nicht hören. Ich hasse sowas, ehrlich gesagt, weil wenn man sieht, wie wir zweite Halbzeit aufgetreten haben, wie ich finde auch erste Halbzeit aufgetreten sind, haben wir über zwei Halbzeiten eigentlich, waren wir die bessere Mannschaft, haben ein gutes Spiel abgeliefert. Und dann ist mir das wurscht, ob ich zwei Tore oder der Stefan oder der Dennis. Heute hat nur drei Punkte. Das sind drei Punkte, die uns keiner mehr nehmen kann. Und das ist das Wichtigste. Man of the Match ist so ein Begriff. Davon halte ich nicht viel. Man sagt es natürlich, zwei Tore, weißt du? Ja. Klar. Nächste Woche, Schwab München. 2-3 punktgleich mit dem ersten. Spitzenspiel Bayernliga. Was sind da die Ziele? Ja, zunächst spielen wir mal wieder auswärts. Das liegt uns, ja. Und da probieren wir natürlich unser Spiel durchzubringen. Das haben wir jetzt die ersten vier Spiele ganz gut gemacht. Wir haben uns nicht auf den Gegner eingestellt, sondern unser Spiel gespielt. Und folgedessen, wir hatten in jedem Spiel unsere Chancen. Vielleicht schaffen wir es mal, früher eine zu verwerten. Das wäre sehr praktisch, wahrscheinlich auch hilfreich gegen Schwab München, weil ich denke, dass es bestimmt eine sehr starke Mannschaft ist. Aber ja, wir wollen hinfahren und einfach schauen, was geht. Und im Idealfall einen Punkt auswärts mitnehmen, das wäre natürlich super. Und ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist auf jeden Fall richtig. Punkt auswärts ist immer gut. Drei sind natürlich viel besser. Ein Traum. Und wie kann man das besser machen am Brückentag, am Mittwoch, am Brückenfest? Dann geht es morgen einfach locker in die Arbeit, würde ich sagen, oder? Ja, natürlich. Also morgen werden wir gemütlich um 10 anfangen, um 11 Mittagspause machen, um 12 aufhören. Nee, Spaß beiseite. Mein Job erlaubt mir das nicht, den gemütlichen zu machen. Aber es lässt sich auf jeden Fall angenehmer arbeiten. Verdient hättest du es auf jeden Fall. Danke, Flo. Klasse Leistung heute. Und wir hören uns auf jeden Fall am Sonntag wieder. Danke dir.